Achtung! Musik komplett gefertigt aus Loops aus dem Ultimate Producer Bundle 2021 von Ghostek. Und was im letzten Livestream so großartig begonnen hat, ist nun endgültig fertig. Ich verrate dir heute die drei grundlegenden Techniken, mit denen du aus jeder Loop-Bibliothek dein individuelles Meisterwerk schnitzen kannst. Außerdem verrate ich dir heute noch, wer die beiden Gewinner vom letzten Gewinnspiel sind, die also ein UPB 2021 Bundle von Ghostek mit nach Hause nehmen können. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und was, wie gesagt, im letzten Livestream so großartig begonnen hat, ist nun endlich fertig. Ich habe mich noch einen weiteren Nachmittag hingesetzt und es ging wirklich so schnell. Die Kreativität kannte keine Grenzen, denn mit diesem Producer-Bundle von Ghostek mit dem UPB 2021 ist es wirklich ein Kinderspiel, Musik schnell zusammenzuschnitzen und mit den drei grundlegenden Techniken, die ich dir heute verrate, auch dafür zu sorgen, dass es eben nicht so klingt, als wenn man so Lego-mäßig einzelne Bausteine zusammengebaut hat, sondern dass da wirklich ein individueller Song bei rauskommt. Und wenn du Bock hast, dir den ganzen Song auch runterzuladen, dann kannst du dir diese Studio One Session, die ich damals zusammengebaut habe und die jetzt fertig ist, kannst du dir runterladen. Alle Leute, die mich unterstützen über den Mitgliederwerden-Button hier unter dem Video, da kann man mich monatlich unterstützen mit einem kleinen Beitrag. Oder aber alle Mitglieder im Recording-Blog, alle Basis- und Premium-Mitglieder können sich im Download-Bereich diese komplette Session für Studio One 5 runterladen und mal genau reinschnüffeln, welche ganzen Bearbeitungen ich gemacht habe und was eigentlich da zugrunde liegt, die drei Techniken, die ich dir heute verraten werde. Also du bist herzlich eingeladen, mich zu unterstützen und dir gleichzeitig noch diese Session runterzuladen. Wir gehen jetzt gleich mal in die Session rein und ich verrate dir die drei grundlegenden Techniken, mit denen du aus jeder Loop-Library, aus jeder Loop-Bibliothek dein individuelles Meisterwerk machen kannst. Und danach verrate ich dir noch, wer die beiden Bundles eigentlich gewonnen hat, die ich im letzten Livestream da so schön ausgelotet habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Ghostek für die Unterstützung. Jetzt geht's rüber. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und damit du überhaupt erstmal einen Überblick kriegst und weißt, wovon wir eigentlich reden, was bei meiner Spielerei letztendlich rausgekommen ist mit dem Ultimate Producer Bundle 2021 von Ghostek. Puh, langes Wort, gerade nochmal fehlerfrei geschafft. Hören wir doch jetzt erstmal rein in den finalen Stand. Was ist bei diesem Pattern rausgekommen? 1:30, Spaß, los geht's. I lost myself. Also 1:30, viel Spaß auf jeden Fall, der dabei rausgekommen ist. Ich finde, das ist sehr tanzbar und das Geile ist, wenn man das jetzt im Loop laufen lassen würde, also hier hinten bei Takt 50 weiterlaufen lassen würde, dass es bei Takt 1 wieder anfängt, dann klingt es wie so eine Endlosschleife. Man kann es durchlaufen lassen, kriegt gute Laune und irgendwie es funktioniert von vorne bis hinten. Mit anderen Worten, ein Riesenergebnis, wenn du mich fragst. Die Sounds klingen wirklich grandios, man muss gar nicht viel mischen. Man kann wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen und der eigentliche Mixprozess wird ausschließlich gesteuert über Lautstärkeregler und
über Panorama, wenn man es irgendwie platzieren will. Der Rest ist kreativer Umgang mit den Loops und ich habe hier insgesamt einige Loops auch zusammengekratzt. Wie gesagt, 23 Spuren sind hier zustande gekommen, auch wenn hier 24 Spuren stehen. Ich habe noch eine hinzugefügt, damit ich dir gleich noch was zeigen kann, was nämlich eigentlich der Ursprung von einem Sound gewesen ist, aber das dann später auf jeden Fall. Wie gesagt, 23 Spuren mit jede Menge Loops aus dem UPB 2021 und einen Serum-Synth habe ich noch benutzt, der dann auch noch geholfen hat, dass ich noch ein kleines bisschen flexibler damit umgehen konnte. Falls du den Serum-Synth nicht besitzen solltest, aber dir trotzdem dieses Pattern hier herunterladen möchtest, wie ich das gerade schon gesagt habe, dann kannst du das natürlich trotzdem tun. Ich habe dir die Spur als Audio nochmal rausgespielt. Ne? Der Serum-Synth, wunderbare Geschichte im Prinzip. Die Presets, die da mitgeliefert sind, die lassen wirklich viel, viel Spielraum und man kann wirklich tolle Sachen machen. Lohnt sich also wirklich mal vielleicht die Demo runterzuladen vom Serum und einfach mal ein paar Sounds von dem UPB 2021 auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel diesen Arpeggiator-Sound hier gefunden. Ich drücke mal ein paar Tasten. So ein Arpeggiator, der einfach so eine Akkordfolge aufbricht oder so ein paar Töne hintereinander spielt, ist natürlich eine tolle Sache, vor allem wenn der hier im Tempo spielt. Da kann man wirklich dann nochmal ein bisschen flexibler mit umgehen als mit Loops. Aber gebraucht hätte ich ihn zwingend nicht, denn mit Loops wäre ich auch weitergekommen. Denn ich habe ja drei verschiedene Techniken hier nicht nur isoliert benutzt, sondern auch kombiniert. Das ist ja der Trick, ne? Also nicht jede Technik einfach isoliert voneinander zu nutzen, sondern die wirklich auch miteinander zu kombinieren und in jeder denkbaren Situation nur einzusetzen. Und meine Maßgabe bei der ganzen Geschichte ist dann, dass ich im Prinzip keine vier Takte verstreichen lasse, ohne dass sich wieder was ändert. Also maximal vier Takte verstreichen lassen, in denen irgendwie ein Pattern von vorne bis hinten durchläuft. Danach muss ich irgendetwas ändern an diesem Pattern. Ob es eine Filterfahrt ist, ob es geschnitten ist, ob sonst was ist, ob es irgendwas ist, was ich dir gleich zeige. Egal, Hauptsache die vier Takte, die kommen, sind nicht genau die gleichen wie die davor. Das können Kleinigkeiten sein, Großigkeiten. Man kann da wirklich eine ganze Menge machen. Man kann seine Kreativität da freien Lauf lassen. So viel zum Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir aber zu den drei Techniken, die ich dir zeigen möchte. Und die erste Technik ist eigentlich so simpel wie klassisches Handwerk, denn die heißt Schneiden und Rückwärts. Mit Schneiden und Rückwärts kannst du bei der Bearbeitung von Loops und Samples kannst du wirklich schon unfassbar viel anstellen, viel Spaß haben, ohne dass du irgendwie der Crack in Automation sein musst, dass du der Crack irgendwie im Mischen sein musst oder sonst was. Irgendwie mit Schneiden und Rückwärts kannst du eine ganze Menge machen. Das kann ganz simpel sein, wenn wir hier zum Beispiel mal in dieses kleine Percussion-Sample hier rein gucken, in diesen kleinen Percussion Loop, den ich hier habe, dann wirst du sehen, dass hier, mal kurz den Loop, den Zoom richtig finden hier. Da wirst du hier zum Beispiel sehen, dass ich hier einen kleinen Ausschnitt von einem Percussion Sample genommen habe, von einem Loop, der klingt so. Läuft definitiv rückwärts. Ursprünglich lief er mal andersrum, ich schalte ihn mal wieder zurück. Das geht hier über Audio umkehren bei Studio One, da klang er eigentlich so. Ne? War auch noch ein bisschen länger, ich habe da nur einen kleinen Teil von rausgeschnitten. Aber genau wenn ich ihn hier rückwärts abspielen lasse, dann habe ich hier so einen Übergang zwischen zwei Takten, wo du hier sehen kannst, hier habe ich eine Pause geschnitten und dann kann ich hier einfach so einen kleinen Übergang machen und achte mal drauf, wie es dann hier klingt. Ich mache es hier mal extra ein bisschen lauter, damit du es auch besser hören kannst. Nochmal. Und allein die Tatsache, dass ich das freigeschnitten habe und rückwärts laufen lassen habe, sorgt schon dafür, dass wir hier an der Stelle auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte haben. Also rückwärts laufen lassen und dann schneiden. Schneiden ist ja die zweite handwerkliche Technik. Kann man noch ein bisschen weiter treiben, das Ganze, indem man einfach dafür sorgt, dass man zum Beispiel hier so einen Übergang macht. Ich habe hier zum Beispiel dieses Becken hier gehabt, was eigentlich läuft. Und ich zeige dir mal, wie es ursprünglich geklungen hat. Ursprünglich war das hier so. Nimmt also sehr lang Anlauf, also wirklich ein Becken oder so ein Peitschenschlag, der es gewesen ist. Und den habe ich als erstes mal hier geschnitten, habe also an der einen Stelle hier freigeschnitten, habe das Ganze dann nochmal hier rüber kopiert und habe das dann erstmal rückwärts laufen lassen. Wie gesagt, schneiden und rückwärts. Mit rückwärts können wir jetzt hier wieder das Ding, das Audio umkehren lassen und haben dann hier quasi direkt den Übergang zwischen diesen beiden Sounds. Da müssen wir im Prinzip nur noch ein Crossfade machen, also eine kleine Überblendung zwischen den beiden. Und schon klingt das Ganze als wunderbare Transition, als Übergang zwischen diesen beiden Parts so. Wunderbar. Aus einem Sound direkt so einen schönen Übergang gebaut, eben mit Schneiden und mit rückwärts. Und man kann das Ganze natürlich auch noch steigern, indem man nicht nur da so einen Übergang baut oder mal so einen kleinen Ausschnitt rückwärts laufen lässt, den man freigeschnitten hat, sondern tatsächlich hier mal so einen richtigen Snare-Roll laufen lassen kann. Und genau diesen Snare-Roll hier, den habe ich hier mal für dich vorbereitet. Das ist nämlich diese Spur hier. Das klingt im fertigen Zustand so.
definitiv wurde geschnitten und es wurde rückwärts gelaufen gelassen. Im Ursprung war das eigentlich, wir können ja mal hier diese Spur duplizieren hier, ziehe ich das Sample mal runter. Das heißt, der ursprüngliche Loop klang eigentlich wie folgt. War jetzt nicht direkt das, was ich haben wollte. Also habe ich gedacht, gehst du mal kreativ ran, schneiden und rückwärts. Damit kann man ja so ziemlich schon alles verbiegen. Also habe ich hier erstmal was freigeschnitten, den hinteren Teil hier einfach mal weggeschnitten und habe den zweiten Teil jetzt erstmal hier rüber geschoben und habe den mal rückwärts laufen lassen. Einfach mal inspirieren lassen und mal hören, wie das Ganze klingt. Das klang dann so. Naja, gut, das war ein bisschen verschoben. Also habe ich erstmal dafür gesorgt, dass der nächste Schnipp hier direkt wieder auf eine 1 liegt. Dass er dahin läuft. Hier war noch ein Schlag übrig. Und dann können wir mal kurz hören, wie es jetzt klingt. Ne? Also noch ein bisschen viel. Also habe ich es noch ein bisschen verschoben hier. Mal gucken, dass man es hier aufs Raster kriegt irgendwie. Und habe dann einzelne Teile einfach mal freigeschnitten. Und die hier einfach mal so platziert, dass am Ende des Tages nicht nur auf jeder Viertel einer von diesen Schlägen hier spielt. So, jetzt habe ich ja schon die Einzelschläge hier stehen. Da muss ich noch ein Stückchen freischneiden. Das können wir hier auch noch entfernen. Und jetzt kann ich hier einfach frei verteilen, einfach verschieben, indem ich die aufs Raster platziere und hier einfach mal die Sounds hier hin platziere. Dann nochmal hier rüber. Wenn ich die Alt-Taste halte, kann ich auch kopieren. Dann kann ich aus einem Sound zwei machen und kann die hier einfach rumschieben. Und am Ende des Tages habe ich dann so viele Sounds beieinander geschoben, dass ich zunächst einmal hier im Halbvierteltakt gespielt habe, also halbe Noten, Takt. Im Viertel ist das, glaube ich, ne? Ist im Achtel schon. Nagel mich nicht drauf fest. Ich wollte auf jeden Fall dieses Ergebnis haben, was dann am Ende des Tages rausgekommen ist. Also auf der einen Seite die Einleitung von dem ursprünglichen Loop und dann erst im immer schneller werdenden Raster die rückwärts laufenden einzelnen Schnipsel, die ich hier gehabt habe, was dann zu diesem Ergebnis geführt hat. Rückwärts. Und schneiden. Handwerk, aber man kann sich wunderbar austoben bei der ganzen Geschichte und wirklich dafür sorgen, dass man hier kreativ mit den Loops umgehen kann. Ich lösche mal diese Spur wieder, damit ich da nicht durcheinander komme hier. Shift-T, ne? Genau so ist es richtig. Also, schneiden und rückwärts, auf jeden Fall eine wunderbare Technik. Zweite Technik, die du natürlich auch nicht isoliert betrachten solltest, aber die ich auch ganz oft einsetze, wenn ich mit Loops arbeite, weil ich einfach Abwechslung und Flexibilität reinbringen möchte in meinen Mix, sind Filterfahrten, und zwar automatisierte Filterfahrten. Das heißt, ich nehme einen Equalizer und lasse einfach mal ein paar Bänder durchlaufen. Das kann ein Low-Cut sein, wo ich also die Bässe abschneide, mal dynamisch. Das kann ein Glockenfilter sein, den ich einfach mal so durch das komplette Frequenzspektrum fahren lasse. Oder das dritte, eigentlich mein Lieblingsfilter, meine Lieblingsfilterfahrt, wenn ich mit einem High-Cut die Höhen abschneide bis zu einem gewissen Punkt, sodass eigentlich nur noch der Bassbereich übrig bleibt. Und das funktioniert natürlich wunderbar hier, vor allem, wenn wir mal hier reinschauen bei meinen Bass-Sounds, bei meinem Bass-Loop, den ich gehabt habe. Und wenn wir hier mal in die Automation reingucken, ich drücke mal die Taste A, dann siehst du meine Automation und du siehst hier, jede bunte Linie ist irgendeine Automation, die ich reingebaut habe. Wenn du jetzt Schiss haben solltest vor Automation, brauchst du nicht. Automation ist ganz easy einzusetzen. Ich habe schon mal ein Video neulich dazu gemacht. Kannst du hier mal reinklicken, hier oben blende ich dir das mal ein. Und da wirst du alles erfahren, wie ganz einfach wirklich Automation in Studio One umzusetzen ist. Und hier speziell hier oben diese Spur, die ich jetzt hier markiert habe, da siehst du, dass ich hier einen High-Cut-Filter automatisiert habe. Hier, wenn der Strich hier oben ist, ist der High-Cut-Filter komplett oben. Ja, ich zeige dir das am besten mal am Equalizer selber, damit du das auch sehen kannst. Ne? Also hier haben wir den High-Cut-Filter, der auf der rechten Seite da sein Unwesen treibt. Alles hier auf der rechten Seite von dem High-Cut-Filter ist abgeschnitten, findet nicht mehr statt. Und wenn ich hier mal reingehe und den Cursor unterschiedlich setze, siehst du, hier ist der High-Cut-Filter komplett offen, hier ist er geschlossen, hier ist er wieder offen und hier an dieser Stelle fährt er automatisch wirklich rein und macht da wirklich Spaß. Pökes, also wirklich Quatsch, und öffnet ganz schnell in schnellen Reihenfolgen, kann man auch wirklich wunderbar mit der Maus reinmalen. Und wir hören mal kurz rein, wie so eine klassische Filterfahrt hier an dieser Stelle klingt. Nehmen wir mal hier ein schließendes Filter zum Beispiel. Komplett anderer Sound, klingt wie ein komplett anderer Loop, und jetzt macht er auf. Und macht da schon den Übergang, indem das Filter einfach wieder öffnet und automatisch wieder aufgefahren wird und dafür sorgt, dass der nächste Songteil, die nächsten vier Viertel schon wieder starten können. Ich habe ja gesagt, alle vier Viertel finden Änderungen statt. Das kann man so ganz geschmeidig machen, um einfach verschiedene Loops oder einzelne Loops einfach mal ein bisschen anders klingen zu lassen. Oder aber man kann sich wirklich kreativ austoben, indem man hier einfach mal wirklich so verrückte Sachen macht und da einfach mal so tut, als wenn man an so einem Knopf drehen würde. Und das Ganze klingt dann wie folgt. Achtung!
Ne? Also nicht nur einfach hin und wieder mal eine Filterfahrt, sondern durchaus auch mal zwischendurch damit spielen. Und wie gesagt, mit Automation kann man sowieso alles bewegen. Mit Automation kann man dafür sorgen, dass jeder Mix vom statischen Mix in ein kreatives, abwechslungsreiches und dynamisches Meisterwerk verwandelt wird. Und vor allem dafür sorgen, dass jede Menge Loops auch wirklich individuell klingen. Denn vielleicht haben auch andere Musiker diesen Loop schon genommen, dieses Arpeggio, was ich hier eingespielt habe von diesem Synthesizer. Aber meine Automation sorgt dafür, dass es mein Loop wird und dass es meine Songs werden und meine Sounds vor allem werden. Also Automation von High-Pass, Low-Pass oder sonstigen Bell-Filtern kann man wirklich eine ganze Menge Spaß mit anstellen und auf jedem Sound benutzen. Also man kann auch auf Vocals irgendwie die Höhen wegschneiden. Man kann bei Drumbeats zum Beispiel die Bässe wegschneiden und dafür sorgen, dass sie ein bisschen dünner klingen, um dann im nächsten Teil wieder komplett fett weiterzuspielen und so weiter und so fort. Auch da deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also Automation von Filterbändern ist meine zweite Technik und wie gesagt, keine Technik bitte isoliert betrachten, sondern am besten immer kombinieren, denn dann kommen die fantastischsten Sachen dabei raus, mit denen man wirklich tolle Sachen erreichen kann. Die dritte Technik, die ich sehr gerne benutze, vor allem wenn ich mit Vocals zusammenarbeite oder mit Vocal Chops, also mit einzelnen freigeschnittenen Teilen von Vocals, ist, dass ich damit arbeite mit Delay, also mit Echofahren und mit Pitch Shifting, also mit der Höhe, mit der Änderung der Tonhöhe, die ich hier am Start habe. Das kann teilweise praktische Gründe haben. Hier zum Beispiel ist es so, dass dieses Sample, dieser Loop, den ich hier benutzt habe, dass der eigentlich in der falschen Tonart ist. Der läuft eigentlich 3 Halbtöne zu tief und die blöde Tatsache, dass Studio One nicht alles gleichzeitig kann, hat dafür gesorgt, dass die Tempoanpassung von diesem Loop, den ich hier habe. Der Loop lief nämlich auch in einem anderen Tempo, dafür sorgt, dass ich anscheinend irgendwie die Tonhöhe nicht gleichzeitig verändern kann. Also Tempo anpassen und Tonhöhe verändern gleichzeitig hat zumindest in diesem Ding nicht funktioniert. Vielleicht weißt du es besser und kannst mir mal unten reinschreiben, wie ich das hinkriegen kann, dass der Loop zum einen auf das richtige Tempo gebracht wird und auch gleichzeitig in der Tonhöhe angepasst werden kann. Ich habe mir mit einem Workaround, mit einem kleinen Umweg beholfen, habe einfach in den Kanalzug hier, wie du es auf der linken Seite hier oben links sehen kannst, habe hier einfach den Little Alter Boy reingezogen, ein Tuning-Plugin von Soundtoys. Du kannst aber auch ein kostenloses anderes Plugin natürlich nehmen, falls du die Soundtoys nicht haben solltest. In der Session, die du dir runterlässt, laden zum Beispiel kannst, ist es der Graillon von ich weiß gar nicht, von OB, wie heißt das? Auburn, wie man es auch immer ausspricht, dieses Plugin auf jeden Fall. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht, auch dazu kann ich dir den Link gerne mal hier oben einblenden. Kostenlos, also man kann es natürlich kaufen, man kann die Entwickler unterstützen, meine Empfehlung auf jeden Fall, aber ich habe es in dem Fall, weil ich es gar nicht so oft benutze, jetzt auch nur hier reingeladen, um dir mal zu zeigen, dass das auch mit einem kostenlosen Plugin geht. Ich habe aber, wie gesagt, hier meinen Little Alter Boy genommen und mit dem habe ich erstmal dafür gesorgt, dass ich hier einfach 3 Halbtöne angehoben habe und das Ganze erstmal in die richtige Tonart reingehoben habe. Mit anderen Worten, ganz praktischer Nutzen, der dafür sorgt, dass hier aus diesem Sample, was ich hier eigentlich benutzt habe, oder aus diesem Loop, ich benutze das immer so ein bisschen gleichwertig, Sample oder Loop, ne? Dass aus diesem Loop hier, I lost myself, dass aus dem Folgendes wurde, jetzt den Little Alter Boy an, I lost myself. So, ist auf jeden Fall schon mal die richtige Tonart. Jetzt war mir das aber noch nicht genug. Also du hörst am Ende hier, hört das ganz schlagartig auf. Das war nicht wirklich gut, dass es hier schlagartig aufhört, denn ich habe den Loop genommen, der schon den Hall eingebaut hatte. Und das ist natürlich doof, wenn du die ganze Zeit Hall hörst und dann hört plötzlich dieser Hall hier auf. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich mir hinten dieses letzte Wort hier schon mal freigeschnitten habe. Ja, wir gehen mal an einer anderen Stelle hier. Da sehen wir die Stelle besser hier so. Also hier nochmal der abgeschnittene Teil. Zack, da hört es wirklich ganz stumpf auf, ne? Weil ich da einfach abgeschnitten habe und das Blöde ist halt, dass der Hall da nicht weiterläuft. Also habe ich einfach hier dieses Myself hier an dieser Stelle freigeschnitten, mir auf eine weitere Spur draufgepackt und auf diese zweite Spur darunter habe ich dann einfach noch ein Hall-Plugin genommen. Hier zum Beispiel den Open Air, der jetzt wieder nicht eingeblendet wird, das ist doch faszinierend. Warte mal, wieder hier kurz die Fensterposition zurücksetzen. Jetzt wird er angezeigt, genau. Und damit konnte ich dann dafür sorgen, dass hier zumindest schon mal hinten eine Hallfahne drankommt, damit dieser Loop hier nicht so schlagartig aufhört. Also klingt jetzt so. Dass es da ein bisschen lauter wird oder so, fällt im Mix gar nicht weiter auf. Das kann man im Mix dann sowieso steuern. Hier solo abgehört, klingt es vielleicht ein bisschen komisch, aber im Mix fällt es überhaupt nicht auf. War mir aber noch nicht abgefahren genug. Also habe ich noch weiteres gemacht und du merkst schon, ich kombiniere jetzt die Techniken so langsam. Ich habe das also freigeschnitten, habe es auf eine separate Spur gepackt und habe jetzt hier noch das zweite, was ich gemacht habe, also nicht nur Pitch
anpassen, sondern auch noch ein Delay draufgepackt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Hab also hier erstmal mit dem Little Altar Boy mit einer weiteren Stufe dafür gesorgt, dass ich hier zu diesen drei Halbtönen, die ich dir gerade gezeigt habe, nochmal 12 oben drauf gepackt habe, wie du hier sehen kannst. Mit anderen Worten, das Ganze wird eine Oktave höher abgespielt und das klingt dann wie folgt, nur auf dieser einen Spur. Ne? Also ist nur dieses Myself, von Myself habe ich nur Self freigeschnitten und habe dann hier dieses Self quasi 12 Töne höher abgespielt, aber dann kombiniert mit dem Analog-Delay von Studio One, dieses wunderbare, tolle Tool, was so richtig schön vintage aussieht, großartiges Teil, und habe da wirklich mit einer Viertelnote Delay, mit ganz viel Feedback, also ganz vielen Wiederholungen und mit einem Mixverhältnis hier unten, wie du sehen kannst, von, wo ist es, Dry-Wet, hier nur das nasse Signal auf dieser Spur drauf dafür gesorgt, dass hier wirklich richtig Delay reingefahren wird. Und die Kombination aus diesen dreien, also aus Freischneiden, aus Pitch Shifting, also die Tonhöhe verändern, und aus dem Delay, sorgt dann in Konglomerat für diese drei Spuren, sorgt es dann für diesen Sound. Und da läuft jetzt das Delay. Und damit das nochmal aufgepickt werden konnte, weil es war eine relativ lange Strecke, wo dieses Delay eigentlich laufen sollte, habe ich einfach nochmal einen Schnipsel freigeschnitten und dann später nochmal platziert, wie du hier sehen kannst. Da habe ich nochmal einen Schnipsel freigeschnitten. Der klingt ursprünglich eigentlich, warte mal, können wir hier mal kurz alle Plugins ausmachen, damit du hören kannst, wie der ursprünglich klingt. Das hier ist der Schnipsel. Myself. Da ist das Myself einfach nochmal freigeschnitten, an diese Position geschoben, aber dann wieder mit der Kombination von unseren Tonhöhenveränderungen und dem Delay kommt dann dabei das raus. Und das pickt dann so richtig schön an der Stelle das Delay, die Vocals nochmal auf, die ja eigentlich schon vier Takte vorher schon eigentlich schon mal ihren Einsatz hatten, und kann dadurch dann die Strecke wieder verlängern. Wie gesagt, keine vier Takte, die gleich sind wie die anderen davor. Ein kleiner Schnipsel und schon wird aus dem Ganzen ein sehr abwechslungsreicher Bereich, wie dieses hier jetzt hier. I lost myself. Du hörst es schon, da konnte ich dann wieder das Delay aufpicken und dafür sorgen, dass ich mit der Tonhöhenveränderung, mit dem Delay dann hier noch weitermachen konnte. Und man kann sich da wirklich irre austoben. Gerade bei Vocals sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt, mit Schneiden rückwärts, mit Filterfahrten und eben mit Pitch-Shifting, mit Tonhöhenveränderung und Delay. Das kann man dann so weit treiben, dass ich hier unten zum Beispiel hier diesen Schnipsel hatte, den ich noch gefunden habe in der UPB 2021, der keine Tonhöhenanpassung brauchte. Das war dann folgendes hier. Also, tolle Geschichte. Und da habe ich dann einfach auch diesen Teil freigeschnitten, den du da drunter sehen kannst, nämlich diesen hier, und habe da dann auch noch ein Delay draufgepackt. Dieses Mal den Echo Boy Junior, auch aus den Sound Toys. Ich hätte auch das Plugin von Studio One nehmen können und habe ich in der Session auch, die du dir runterladen kannst, habe ich das auch gemacht, habe ich also dieses Analog-Delay genommen. In diesem Fall habe ich jetzt aber die Sound Toys genommen, das Delay, und du siehst, hier sind 500 Millisekunden Delay-Zeit eingestellt. Das ist genau eine Viertelnote bei 120 Beats pro Minute, die wir ja hier haben. Habt ihr ja vorgegeben im Livestream, also 120 BPM sind also 500 Millisekunden für eine Viertel, und da wird jetzt dieser Teil aufgepickt und verlängert sich dann wirklich wunderbar, vor allem dadurch, dass die Sängerin darunter singt, kriegen wir fast einen Akkord hin. Hör mal, wie das klingt. Ja, und die Spur noch davor noch mit dazu schalten, also. Und als wenn das noch nicht genug gewesen ist, habe ich danach direkt noch einen Teil freigeschnitten und habe dann in diesem Teil, der dann danach kommt, der klingt nämlich so. Habe ich mir diesen zweiten Ton nochmal freigeschnitten, wirklich nur eine Viertel freigeschnitten, und habe dann dafür gesorgt, dass hier vorne natürlich noch ein kleiner, kann man es hier sehen, dass hier vorne natürlich ein kleiner Fade-In ist, damit nichts knackst, und hier hinten ein kleiner Fade-Out, damit nichts knackst. Aber dann wird plötzlich aus dieser Passage mit dem langen, wirklich sehr, sehr langen Viertel-Delay, was wirklich ein Feedback hat, was bis Ultimo läuft, das kannst du hier auch sehen, das Feedback ist wirklich maximal eingestellt, wird dann daraus folgendes. Moment, muss ich auch anmachen, damit du es auch hören kannst, ne? Also normal. Jetzt läuft es wirklich bis Ultimo. Also, falls du
Halt! Ich drehe es mal kurz runter hier. Also, falls du denken solltest, hey, das macht doch das ist so im Vierteltakt, macht das doch, setzt das doch immer wieder an. Ja, wenn ich Solo abspiele, ja, aber wenn ich es im kompletten Mix abspiele, hörst du das nicht, weil da ist ja auf jeder Viertel die Bassdrum drauf. Und dann macht es wiederum Sinn, wenn ich es also zusammen mit dem kompletten Mix abspiele, und genau darum geht es ja am Ende des Tages, klingt diese Passage dann wie folgt. Läuft also ewig weiter. Ich muss mal kurz hier ein bisschen weiterspringen, damit es auch wirklich irgendwann aufhört. So. So viel also zu meinen grundlegenden Techniken, mit denen ich mit Loops arbeite. Also schneiden, rückwärts, Filterfahrten automatisieren und mit Pitch, also mit der Stimmung und mit Delays arbeiten, speziell bei Vocals. Damit kannst du im Prinzip die komplette Welt aus allen Angeln heben. Mit diesen Techniken, vor allem kombiniert auf alles angewendet, was du irgendwie in so einer Loop-Library findest, wie der UPB 2021, kannst du alles machen. Mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Das sind grundlegende Techniken, mit denen du jeden Song, jeden Sound auf jeden Fall machen kannst. Vor allem, wenn die Basis so klasse ist wie bei der Ghostek Library, die wir jetzt hier zur Verfügung hatten. Jetzt gehen wir erstmal zurück und ich verrate dir, wer denn eigentlich die beiden Lizenzen gewonnen hat. Also jetzt wird es nochmal spannend. Trommelwirbel und wir gehen rüber. So, jetzt wird es aber nochmal spannend und ich weiß gar nicht, ob du es im letzten Livestream mitbekommen hast, aber Sven, der eigentliche Gewinner des Ultimate Producer Bundle 2021, hatte das Ganze schon und hat dann großzügig verzichtet und gesagt, weißt du was, Jonas, verlos das doch einfach nochmal und beglücke einen weiteren Gewinner, der es auf jeden Fall gebrauchen kann. Ich habe es nämlich schon. Und das mache ich jetzt auch. Ein Gewinner kommt also von den Kommentatoren, die unter dem Video kommentiert haben. Und ein weiterer Gewinner kommt aus meinem Newsletter. Wenn du dich also in dem Newsletter eingetragen haben solltest, bist du vielleicht schon einer von den möglichen Gewinnern. Falls du noch nicht im Newsletter bist, aber demnächst keine Verlosung verpassen möchtest und auch kein Video, keine Infos verpassen möchtest, kannst du dir gerne mal den Newsletter anschauen. Den Link findest du auf meiner Homepage oder wenn du hier oben einfach mal klickst. So, jetzt kommen wir aber dazu. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Gewonnen haben Trommelwirbel, Christian Ewald und Chancey Bau. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beiden, schreibt mir bitte eine Mail an jonas@recording-blog.com und dann lasse ich euch den Lizenzschlüssel zukommen. Alle anderen, die es jetzt nicht geschafft haben und vielleicht ein bisschen frustriert sind, geht einfach auf die Seite von Ghostek und benutzt den Rabattcode RB15, um da 15% Rabatt einzustreichen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da einzudecken. Und dann schickt mir auf jeden Fall mal die Ergebnisse von eurer Arbeit. Am besten an mixkritik@recording-blog.com und dann bin ich sehr, sehr froh, von dir zu hören, von dir zu Musik, also frische Musik zu hören vor allem und zu hören, wie sich deine Musik weiterentwickelt. Viel Spaß dabei und wir sehen uns die Tage in einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten das Beste. Mach's gut und Yassou!